Business TV präsentiert Frankenfernsehen bedeutende Unternehmen der Metropolregion. Nürnberg ist Großstadt, Ballungsraum und wächst stetig. Der Immobilienmarkt jedoch hinkt hinterher. Die Nachfrage nach Wohnraum bei der WBG ist beispielsweise 5-mal so hoch wie ihr Angebot. Ein ganz normales Ungleichgewicht in Großstädten. Und genau hier sieht das Immobilienunternehmen seit Jahren seine Aufgabe, für Entlastung auf dem Wohnungsmarkt sorgen. Auch im Geschäftsjahr 2014. Mit einem Unternehmensüberschuss von 14,8 Millionen Euro ist dieses positiv ausgefallen. Erfreulicherweise hat sich unser Umsatz weiterentwickelt. Wir liegen jetzt bei rund 127 Millionen. Wir kommen hier ja von 80, 90 Millionen vor 6, 7 Jahren, also eine deutliche Umsatzsteigerung hier. Wir haben unser Geschäft in vielen Themenfeldern ausgeweitet. Im letzten Jahr war auch ein besonderer Schwerpunkt die WBG Kommunal, wo wir mit Schulneubauten für die Stadt ja umfassend tätig sind. Nicht nur Schulen stehen bei der WBG auf der Agenda, auch Kitas und Kindergärten werden gebaut. Immer den Bedarf des jeweiligen Wohngebietes im Blick. Um die Infrastruktur komplett zu bedienen, ist auch neuer Wohnraum nötig. Doch bevor gebaut wird, muss erschlossen werden. Die Geschäftsleitung ist stolz, dass wir zumindest im Jahr 2014 für rund 650 Wohnungen auf diesem planungsrechtlichen Weg schon mal eine große Etappe gehen konnten, Baurecht erlangen konnten und damit jetzt die Grundlage für den Bau in den nächsten Jahren geschaffen haben. Ganze Quartiere entstehen, so zum Beispiel am Nordostbahnhof. Das sogenannte IQ wurde gerade fertiggestellt. Ein weiteres in unmittelbarer Nähe ist schon im Entstehen. Das gesamte Areal, das jetzt noch Baustelle ist, soll bald Wohnraum bieten. Wir planen ja ein Neubauprogramm von 650 Wohnungen. Das alleine wird über 130 Millionen an Investitionskosten verschlingen. Und hier ist natürlich jeder Euro gefragt, den wir hier dann direkt reinsetzen können. Die Grundsteine sind gelegt. Erschließung und Bauvorhaben erstrecken sich über einen Zeitraum von einigen Jahren. Generell plant die WBG mit ihren Unternehmensgewinnen sehr langfristig. Für uns ist eben dieses Ergebnis die Basis, in die immensen Kosten eines Neubaus einzusteigen. Wenn wir im Mietneubau uns bewegen, dann haben wir Break-Even-Zeiträume von 25 bis 30 Jahren. Das Immobilienunternehmen hat seine Weichen Richtung Zukunft gestellt. Die gute Ausgangsposition wird genutzt, um in den nächsten Jahren weiter aktiv auf dem Nürnberger Wohnungsmarkt tätig zu sein. Deswegen freuen wir uns, wenn wir mit rund 1.000 Wohnungen bis 2020 ein sehr zielstrebiges Programm haben. Insgesamt spielt die WBG-Unternehmensgruppe eine bedeutende Rolle auf dem Wohnungsmarkt in Nürnberg. Das Immobilienunternehmen hält einen Marktanteil von insgesamt 10% aller Mietwohnungen der Stadt.